Und da war mir eben Fraps abgeschmiert. Ja, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist mir dann auch aufgefallen, dass hier alles ein bisschen zu laut ist. So. Ich spreche auch vielleicht ein bisschen zu leise, aber lässt sich ja noch. Das sind wirklich die Effekte. Aber nur die Effekte, die zu laut sind, obwohl manche Effekte einfach zu leise sind. Ach, das ist. Ist aber auch schwer hier. Was mir auch auffällt, man sieht meinen Mauszeiger leider nicht. Werde ich bestimmt dann auch bei den Videos, die dann schon die Parts hier hochgeladen worden sind, immer schon vorher erzählt haben, also in die Kommentare geschrieben haben und in die Videobeschreibung auf jeden Fall. Hier hat sich jetzt eigentlich nicht viel verändert. Ich habe, ja, das ist, wenn ich das erzähle, dann bringt das jedenfalls, dass man das sieht. Auf jeden Fall, mal gucken, ob das, wie machen wir das mal, dass man das sieht. Ja, ich nehme die Mauer. Auf jeden Fall hier lang, die Straße habe ich noch gebaut und dann habe ich mich gewundert, dass meine Frames-Anzeige verschwunden ist. Und dadurch habe ich dann gemerkt, dass Fraps abgekackt war. Hab dann schnell gespeichert und ja, ich habe hier noch ein paar Felder angelegt, aber nichts Großes. Dachte dann, dass Fraps wieder läuft. Also weiß ich, was dann gleich passieren wird. Und zwar, wenn wir gleich hier oben einen Nahrungsmangel haben. Oder haben wir den schon? Ach, den haben wir schon. Ha. Fail. Auf jeden Fall werde ich jetzt nicht erst hier die Felder bauen, sondern zwei Mühlen und eine Bäckerei. Weil wir hier einfach noch, oder auch nicht genug Getreide haben. Aber machen wir es halt jetzt. So, zack. Eine zumindest. Der dürfte kein Eisen. Ach doch. Nee. Was anderes. Na, wir haben hier kein Eisenerz mehr, das habe ich eben nämlich dann schon mitbekommen. Deswegen wusste ich das jetzt, ohne dass da dieses Fragezeichen kommt. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, dass es ärgerlich ist, dass man meinen Mauszeiger nicht sieht. Vielleicht sieht man ihn auch jetzt, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wo ich das gerade aufnehme, weil ich keinen Test vorher nochmal gemacht habe. Aber ich habe extra eingestellt, dass man den eigentlich nicht sieht. Also dann sollte man den eigentlich sehen und Das ist merkwürdig. Aber naja. Hilft ja nichts. Schlimmer finde ich, dass diese Zwischensequenzen nicht angezeigt werden, die mal kommen. Das war eigentlich auch mit der Hauptgrund, warum ich die Startsequenz von Anno nicht aufnehmen konnte und so. Weil egal was ich gemacht habe, der nimmt keine Videos auf, die hier von Anno kommen. Das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Vielleicht suche ich die vielleicht habe ich die auch schon im Nachhinein rausgesucht aus den Anno-Files und habe die eingefügt. Vielleicht. Ich verspreche es nicht, weil in dieser Folge kann ich natürlich nicht versprechen, was ich in den ersten Parts dann mache, weil müsste jetzt so circa ich war eben draußen, habe mich geguckt, wenn ich schon aufnehme. Ein oder zwei Stunden sind es bestimmt schon. Und da sind dann ja schon 4 bis 8 Folgen bestimmt. Und ja, mal schauen, was ich da so dann. Da habe ich auch wieder so eine Scheiße, ne? Das ist hier kein. Gut, wie sieht es denn hier mit unserer Alkoholproduktion aus? Hervorragend. Und Nahrung haben wir auch. Perfekt. Und du hast nichts zu tun. Ach, wir haben ja hier noch. Das hatte ich vorhin dann gemacht. Beziehungsweise auch nicht gemacht, weil ich ja dann fairerweise gespeichert habe und wieder geladen habe. Deswegen habe ich jetzt hier auch noch einen zweiten Spielstand. Bis zu dem hatte ich gespeichert, aber ich habe dann. Also ich hatte einmal hier gespeichert, kurz bevor ich das gebaut habe. Und dann habe ich nochmal 5 Minuten gespielt. Weil ich dachte, das geht wieder, aber war nicht. Auf jeden Fall bauen wir jetzt hier die Kirche hin. Ja, und zwar brauchen wir noch Sachen, die wir gleich per Schiff bekommen. Oder auch nicht. Okay. Wie sieht das mit dem Badehaus aus? Wir kriegen auf jeden Fall nicht beides hier hin und das Badehaus kommt auch nicht bis dahin hin. Das heißt, das Badehaus will ich dann irgendwo hier hinbauen. Das heißt,
dazu dann wie geplant hier das wegreißen, damit ich die Schafe dann umlagern kann. Aber erstmal eine Kirche. Nur wie baue ich die, dass ich dann noch eventuell einen schönen Platz vorbauen kann? Ja, so, dann sehe ich den. Da hinten baue ich nicht. Ah, ja. Ich mache die dann doch noch mal ein bisschen leiser, damit man die Sounds vielleicht besser, die immer noch übertrieben laut sind. Hey. Was sind die Effekte für Sounds, wenn das... Was sind das für Sounds, die laufen, wenn alles aus ist? Ja, dann bringt das Ganze ja nicht, wenn ich das hier leiser stelle. Da muss ich ja lauter sprechen. Ich dachte, ich kann die schön ohne schreien, aber nein. Ich kann die Lautstärke nicht runterdrehen. Bekloppt. Bekloppt. Alle bekloppt außer ich. Ja, ne? Haben wir denn jetzt inzwischen wieder 10 Tonnen, dann darfst du auch wieder arbeiten. Haben wir ein bisschen Geld für mich gespart. So, bevor ich jetzt hier die Weizenfelder... Ja, doch. Bevor ich die Weizenfelder baue, baue ich erst die... Ich habe die Kirche schon gebaut. Ich baue jetzt die Weizengetreidefarmfelder Bummens. So. Ich gucke erstmal, dass ich das jetzt hier so ein bisschen entwickle. Ich reiße das sofort weg. Ich tendiere zum sofort wegreißen. Ich warte dennoch noch kurz. Dann lege gerade die Steinmetze noch umzusiedeln. Suche noch einen Platz. Dann hier. Dann passen die den. Hier eine, da eine. Perfekt. So, dann können wir nämlich hier... Zack, zack. Das können wir lassen. Dann reißen wir für kostenlos natürlich das, das, das weg. Dafür kommen... Nee, Baumwollplantage, dann kriege ich direkt... die 50%. Wenn die 50% nicht wären, wäre es ja klar, ne? Aber so ist das quasi die Qual der Wahl. Ja klar, jetzt habe ich kein Werkzeug mehr für die Schneiderei. Dürfte aber hier irgendwie bald mal wieder was bekommen, wenn der sich mal beeilt hier. Und die und alle. Sowieso sind das alles faule Säcke, habe ich das Gefühl. Alles faule Säcke außer... Genau, ich. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 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
So, dann können wir es jetzt bauen. Ja, eigentlich super. Kann man eh nicht besser machen. Dann kann ich hier auch... die Mekane, da kann ich das auch machen. Dann kommt nicht wieder die Durchsage, dass ich denen das verweigern würde. Denn es gibt ja nichts, was ich denen jetzt noch verweigern könnte. Praktischerweise. Aber im Grunde wäre es ja nur gerecht, wenn ich denen das verweigere. Denn das Spiel verweigert mir, wohlgemerkt, das Schmelzen von Kanonen. Was ich ja wiederum eine ganz schöne Schweinerei finde. Ich würde sagen, wer kommt denn hinterher? 1, 1, 3. Voll der faule Hund. Da holt sie das einfach nicht schnell genug. So, die von Tabak und ein Badehaus. Ah, das ist immer 50% nur sind. Aber dennoch werde ich jetzt hier... So, da zwei. Beliebig, was ich hier sagen. Oder nein, anders. Bevor ich das wegreiße und Geld verschwende. Ach, Tabak. Tabak. 3, 4, 5, 6. Ach komm. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Na. Und da. Dann kommt hier die Straße lang. Hier. Da und da. Ach nö. Hier kommt nichts. Und ja, jetzt kommt wieder eine Hausbrennsequenz, die bestimmt keiner sieht. Die ich eventuell ja dann einfüge. Oh, nur vielleicht. Sehen wir ja dann. Auf jeden Fall wollte ich jetzt sagen, Speed. Oh, die Feuerwehr arbeitet schneller als die da hinten. So. Bevor ich jetzt das Schiff wieder so fahren lasse, wir brauchen Tabak. Das heißt, wir brauchen alles bis auf Holz. ...30... ...11. Können wir immer mal gebrauchen. Denn wir brauchen, ach, wir brauchen auch noch die Tabakwarenfabrik dann. Aber wir müssen sowieso hier noch dann erweitern. Ich glaube, dann brauche ich hier sogar mal einen Stein jetzt bald hin. Weil das Stein und Hergeschuppe geht mir auf den Nerven. Und du fährst bitte schon mal nach hier, falls wir, also ich glaube sogar, noch mehr Werkzeug brauchen. So, dann bauen wir hier noch eine Straße wiederum. Einfach nur so aus Prinzip. Kostet ja nichts. Nein. Kostet ja nicht 5 pro Weg. Ist die ja nicht teurer? Nö. Kostet nur noch Steine.